So, wir laden erstmal unseren. Unseren Dings hier auf. Schauen uns mal ganz kurz hier vorher nochmal um. Was habe ich denn überhaupt im Inventar? Ach ja, wir haben nur noch einen Benzinkanister. Ach ja, wir haben ja auch diesen Schrauben und den Seitenhieber und. Oh Gott! Okay, cool. Na, dann würde ich erstmal sagen, gehen wir erstmal zurück. Ist jetzt nur die Frage, wo ging es zurück? Ging's. Nee, da geht's nicht zurück. Hier geht's zurück. Na, dann schauen wir mal. Also wir gehen mal zurück, holen uns erstmal unsere Gasmaske. Währenddessen könnten wir ja gucken, ob wir den Seitenschneider und das Werkzeug, das wir gefunden haben, um oh Gott, ja, die Ladezyklen, ja, ich erinnere mich. Um die Gitter da aufzumachen. Da gab's ja. Da gab's ja noch so ein, zwei Gitter. Was? Oh nee, warum? Ist gar nicht unangenehm. Stimmt, das ist ja so ein gar nicht so kurzer Weg da so hin. Lass mich raten, warte mal, hatten wir eigentlich, warte mal kurz die Uhr, ja, wir hatten ja kein Benzin mehr drin. Ja, moin. Das läuft ja schon mal richtig gut. Da ist ja der Start, ist ja schon mal gerettet, hey, hey. Oh. Haben wir noch, finden wir vielleicht noch irgendwo Benzin hier drin? So, damit wir das, ja. Okay, wir haben zweimal Benzin. Damit gehen wir jetzt schön leise. Warte mal, bevor wir jetzt hier. Wir laden nochmal ganz kurz auf. Damit wir genug Licht haben, um wirklich dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Sind das eigentlich meine Blutspuren? Aber ich, bitte sag jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit verwundet bin und die ganze Zeit irgendwelche Blutspuren hier hinterlasse. Oh, das habe ich. Mann, diese Ladezyklen. Das habe ich wieder nicht gecheckt. What? Ich sehe nichts mehr. Einmal zwei speichern. Oh. Okay. Gut, wir sind jetzt erstmal wieder hier angekommen. Wart ja schon mal Nices. Wir packen jetzt hier erstmal ein bisschen Benzin hier rein. Oh. Und gleich die nächste Ladung auch gleich mit rein. So, haben wir denn eventuell noch oben in unserer Kiste Benzin? Natürlich nicht. So, wie geht's denn uns überhaupt? Ach, uns geht's sogar. Uns geht's sogar gut. Okay. Wir machen. Sag mal, ich dachte, das ist hier übrigens ein Safe Room. Warum ist da eigentlich. Oh Gott, ich will's gar nicht wissen. Ich will's auch gar nicht herausfinden. Warum da noch so ein Loch ist. Ich dachte, dass wir da wenigstens sicher sind. So, wir machen jetzt erstmal hier an. Und ich würde sagen, also ich habe noch ein, zwei Ideen, wo wir vorher nochmal gucken gehen könnten. Vielleicht. So ein bisschen Backtracking machen, um Sachen noch zu finden. Wir holen uns währenddessen mal kurz die Uhr raus. Weil ich bin der Meinung, dass es nämlich hier hinten, wo wir aufgewacht sind,
Das ist genau wie hier. Hier, ne? Da können wir nämlich die Kette mal aufmachen. Machen wir die Kette auf hier. So, lass uns mal gucken. Was haben wir hier drin? Okay, Stoff, Medizin. Wen überrascht? Hauptsächlich Medizin. Ah, ich dachte, wir kriegen hier wenigstens irgendwie Benzin. Aber nein, nix Benzin. Ja, haben wir hier noch irgendwas gehabt, was ich übersehen hatte? Ich glaube nicht, ne? Also hier sind wir ja aufgewacht. Genau, die Dinger kriegen wir ja nicht auf. Ne, die kann man nur bewegen. Okay. Denn, da ging es nicht lang, genau. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie andere Kleinigkeiten. Was? Okay. Also warte mal, da ging's hier war doch auch irgend... War hier nicht auch was? Weiß ich nicht mehr ganz genau, deswegen müssen wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Genau, hier wurde unser Typo weggeschnabuliert. Und hier hatten wir auch nichts mehr. Okay. Also die Räume sind soweit durch. Muss ich mir nur merken. Dass wir hier nicht nochmal hin müssen. Zumindest aktuell nicht. So, hier war... Das war ja der Raum. Ja, ich um meine Orientierung, ich sag's euch. Es ist nicht schön. Bleistift. So, dann lass uns doch nochmal weiter gucken, weil, wie gesagt, es gab ja noch so ein, zwei Gitter, die wir mit dem Schließler-Schlüssel öffnen könnten. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass wir vielleicht noch Benzin irgendwo finden. Haben wir eigentlich noch einen weiteren Code? Nein, wir haben alle Codes, die wir gefunden haben, haben wir auch eingelöst. Okay. Hier haben wir noch ein paar Grenades. Hier ist nichts Benzinmäßiges. Warum haben wir das eigentlich nie geöffnet? Achso, weil der. Okay. Nein. Okay, wir gehen weiter runter. Oh, als ob der das weiß, dass ich jetzt... Okay, wir gehen vielleicht hier lang. Wir gehen einfach hier lang. Wie wär's damit? Vielleicht finden wir ja in Prison noch ein bisschen was. Oh, fuck you, Alter. Ich hab so gar keine Lust auf dich, Mann. So gar keine Lust. Ist hier noch was drin? Nee, hier... Hier war nix. Hier war auch nichts. Okay, hier hinten habe ich mich nie richtig... Doch, hier habe ich mich auch umgeschaut. Und hier bin ich in irgendeine Trap gelaufen. Das weiß ich noch. Kein Benzin. Warum ist hier kein Benzin? Ah, ich mag das nicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war vielleicht nicht so klug, hierher zu gehen. Vielleicht.
Oh. Mal ganz kurz überlegen, habe ich noch Munition überhaupt? Ist hier noch was drin? Nein. Da ist nichts drin. Das ist nicht so klug. Okay, gut. Hier unten war völlig umsonst, dass ich hier hingegangen bin. Aber sowas von umsonst. Ja. Gut, gehen wir wieder zurück. Würde ich sagen. Oh. Und ich dachte, wir finden noch irgendwie... Sachen. Also, Benzin hauptsächlich. Ey, so eine Scheiße, wie sieht die Uhrzeit aus? Hallo, Uhr. Ich... Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Das war jetzt natürlich ein bisschen vergoldete Zeit, aber... ja... Ist jetzt die Frage, speichern wir jetzt einfach oder... Ach, scheiß drauf. Egal. Wir speichern nicht. Wir speichern nicht. Wir nehmen... Echt, dann habe ich nur noch einen Slot frei. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Shit. Was ist denn, wenn ich die Maske aufsetze? Und wie kann ich die nochmal aufsetzen? So, ist die jetzt aus meinem Inventar raus? Nein. Und ich höre weniger. Na, das ist ja ein Träumchen. Das heißt, ich hab noch... Okay. Vielleicht kann ich... Wie kann ich die Maske... Wie war denn das Kürzel für Maske abziehen? X. Okay. Mit diesem einen Slot, ich raff, also... Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt da unten bin und Benzin finde und aber auch dahin komme, wo der Zünder ist, was mache ich dann? Ne, also... Was nehme ich mit? Dieses Ladegedöns. Ich meine, die Uhr hätte ich jetzt auch da lassen können. Fällt mir gerade mal ein. Aber egal, wir haben sie jetzt mitgenommen, ist völlig egal. Okay, 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 okay. Gut, wir haben kein Licht. Wir haben kein Benzin. Wir haben keine Munition. Wir sind einfach, auf gut Deutsch, am Arsch. Und zwar so richtig, richtig. Da ist, da freut sich, freue ich mich. Da ist, toll. Ist, wunderbar. Aber gut, dann gehen wir jetzt die Kettekomben uns mal genauer anschauen. Weil vielleicht, wovon ich nicht ausgehe, aber vielleicht haben wir ja hier unten, warum auch immer, ein bisschen mehr Ruhe vor dem Bösewicht. So, machen wir erstmal wieder das Lichtlein an. In der Hoffnung, dass er, wie gesagt, jetzt nicht hier ist. So, dann gucken wir uns das mal genauer an. Weil hier, da unten, da ist der Zünder. So, da ist eine Tür. Da müssen wir irgendwie hin. Und wenn es neblig wird, werden wir uns... Ja, ich erinnere mich, ja, wenn es ein bisschen creepy wird, so wie jetzt, setzen wir uns einfach die Gasmaske auf. Warum? Weil wir es können. Und in der Hoffnung, dass wir jetzt keine komischen Menschen hier sehen. Okay, okay. Singing? Hey, Black Boss Snake. We were the world, we were
Was? Was? Ja, und jetzt los! Lass den bloody Trail! Okay. Was ist da mit ihm? Was stimmt da mit ihm nicht? Was ist das denn? Wo finde ich denn so eine Schrotflinte? Kann mir bitte jemand sagen, wo? Einfach. Ich will nur wissen, wo. Maybe some kind end. Ich sehe nichts. Also auch. Bisschen unangenehm. Was stimmt denn mit ihm nicht? Also er singt gerne, ist ja auch okay. Nee. Da cavat lapidem. Kann jemand Latein? Ich kann's nicht. Also, was ist denn? Okay, der hört nicht auf zu. Also. Okay, hier komm ich auch nicht durch. Ey, der geht mir aber ein bisschen auf den Sack gerade. Kann mal aufhören. Jetzt hier. Ja, dann kannst du die halt nicht sehen. Ist doch okay für mich. Also, laber doch nicht die ganze Zeit. Also. Down on my knees. Singing and singing. We were the world, the world we were. So, wir packen zumindest mal eine Kugel rein. So, wir packen gleich nochmal eine zweite Kugel rein, vorsichtshalber, man weiß ja nie. Achso, also. Ich hab dir doch in den Kopf geschossen. Was ist denn? Bleib weg von mir. Ja und? Wo bist du denn? Oh. Ey, jetzt ist es hier so ein Shooter-Ding oder was? Was ist denn? Was ist denn? Da ist er, direkt vor meiner Nase. Nein! Der war daneben. Ich habe keine Munition mehr. Also muss ich den jetzt. Was? Wie jetzt? Also. Okay. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Maske irgendwas gebracht hat. Gefühlt nein. Wobei, doch, ich habe nur ihn gesehen und nicht die anderen, wo ich eventuell versehentlich drauf geschossen hätte. Also, wäre es ja eigentlich doch nicht so. Ja, okay. Wir machen es aber jetzt anders. Wir nehmen mal vorsichtshalber die Grenade mit. Weil, warum nicht? Sagen hier, du bist Taste 4. Nee, 4. Du bist Taste 2. Nee, ja doch. Du bist Taste 1. Und du bist Taste 3.
Ist das richtig? Ja. So, wir gehen erstmal schon mal auf Taste 1. Setzen jetzt die Gasmaske auf. Und jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt. Jetzt wird Amnesia zu einem Shooter-Game. So, wir müssen aber auf jeden Fall Munition finden. Nee, Heilung nicht. Ich brauche Munition. Munition. So, hier ist nichts gewesen. Habe ich hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas übersehen an Munition? Ja, morgen. Let's go. Ja, so sieht's aus. Hier oben irgendwas noch? Den ich vielleicht mit runternehmen könne? Geht das? Nee, schade. Kann ich von der anderen Seite irgendwie da hoch? Auch nicht. Okay, okay, okay. Ja. Jetzt weiß ich ja, wo du bist. Also jetzt weiß ich ja, wo ich dich finde. Das heißt für mich... Ah, da nicht. Okay, okay, okay. Wir müssen uns kurz konzentrieren. Okay, okay. Munition Nummer 1. Der Typ, Alter. Okay, komm. Wir laden jetzt erstmal nach. So, jetzt gehen wir auf die Jagd. Jetzt schauen wir mal. Ich hab den Kopf nicht getroffen. Jetzt habe ich aber den Kopf getroffen. So, jetzt gib mir mal. Wo ist denn deine Waffe? Ich habe jetzt einfach mal was aufgemacht. Vorsichtshalber. So, das packen wir jetzt auf die 2. Dann bist du die 3 und du bist von mir aus die 4. So. 2. Okay, wir haben einen Schuss. Wir hatten noch vorhin hier noch irgendwo noch einen weiteren Schuss gefunden, oder? War da nicht weg gewesen? Aber zumindest hätte er endlich mal, also zumindest jetzt mal Ruhe. Das ist ja auch schon mal super angenehm. Dass der nicht die ganze Zeit so rumjodelt. So, wo ist denn hier? Wo war denn hier? Hey, ich hab doch hier Munition gefunden. Und wir haben eine Shotgun. Ich bin sogar, also ich freue mich gerade so sehr über die Shotgun. Benzin. Shit. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für Benzin. Bin ich blind? Aber vielleicht. Ich hätte gedacht, hier hätten wir noch Munition gehabt. Aber gut, 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 gut. Okay, die Tür hat es auf jeden Fall zerlegt. Sehr, sehr gut. Was erwartet mich hier? Also...
Hä? Da war ich doch gerade. Ja, von hier bin ich doch gekommen. Veräppeln? Was? Orientierung? Also ich bin so orientierungslos gerade. Where? Wo? Wie? Warte mal, kurz nochmal gucken. Ich war hier. Habe nach da geschmissen. In der Hoffnung, dass hier dann eine Tür aufgeht. Die auch aufgegangen ist. Aber das war's. Oder wie? Wie komme ich denn jetzt zu dem Zünder? Jetzt sag mir nicht, ich habe die falsche Tür aufgesprengt. Ich mach so viel Lärm gerade. Ist mir aber auch sowas von egal gerade auch. So, hier ist noch ein Raum. Hier haben wir Benzin. Können wir nie mitnehmen. Hier hatten wir eigentlich auch noch eine Shotgun-Gedöns. Bin ich der Meinung. So, hier ist eine Wand. Muss ich nicht hier irgendwie hier rüber? Kann ich aber nicht. Da geht's nicht weiter. Und hier rauf und dann darüber? Hallo? Nun. Alter. So, hier geht's wieder raus. Okay, wait. Da stand ja vorhin auch wieder die Information, wenn du glaubst oder wenn du denkst, es für möglich zu halten, dann sollte es möglich sein. Richtig? Richtig. So, das heißt, wir packen jetzt... Ja, das wird gar nichts bringen. Spring doch! Okay, wait. Kann ich dich hier runterziehen? Kann ich. Kann ich dich auch noch hier runterziehen? Kann ich. Kann ich jetzt hier rauf? Und dann von da aus hier rauf? Naja, also geht doch. Meine Fräse. So, das Problem ist, wenn ich jetzt da runterspringe. Point of no return oder was? Also, wäre ich jetzt kein Freund von. Aber ich sag mal, YOLO. Was? Ich hatte... Okay, Munition. Sehr gut. Wo bin ich hier? Ja. Bin ich hier oben? Ja. Okay, cool. Bin ich hier? Nein. Okay. Hey, warte mal, das ist doch jetzt mein Ausgang hier, den ich mir gebaut habe. Vom letzten Mal. Dabei habe ich doch extra hier den Parcourslauf gemacht, damit ich hier wieder zurückkomme. Wo ist denn jetzt der Zünder? Ey, kann mir doch kein... Bin ich so dämlich? Bin ich so orientierungslos? Also so schlimm? So, wait. Da ist der Zünder. Aber hier war, also, war ich da schon? Muss ich da irgendwie hochklettern? Was ist das? Kannst du die Fosser des Stegs wegschießen? Hä? Ich muss doch hier irgendwo rangekommen sein. Also ich muss doch hier dran vor... Kann er erzählen, dass ich stelle mich jetzt nicht so komplett dämlich an oder was? Wäre nicht neu, aber gut. So, okay, wir sind jetzt hier lang. So, dann gehe ich sogar nach links. Das heißt, wir müssen immer noch weiter nach links. Eigentlich. So, weiter nach links. Dieser Nebel, der macht mich kirre. So, hier oben ist der nicht, ne? Oder? Ist der hier oben? Muss ich hier irgendwie das Ding rausschieben und
Jump-in-Run-Error-Try machen? Nein. Hat gar... Ich krieg Fallschaden. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Dann machen wir hier mal kurz. Okay, okay, okay. Wir probieren... Wir sind von hier gekommen. Wir müssen eigentlich noch weiter nach da, bin ich der Meinung. Weil ich glaube, dass... Nee, da? Weil hier liegt nichts. Europalette. So, hier sind wir auch reingekommen. Hier in der Mitte könnte das Ding auch liegen. Warte mal, ist da das Loch, wo ich durchgucke? Nee, ist nicht. Hä? Oh, wie gern wäre jetzt Stevie einfach jetzt hier mit dabei, der mich auslachen könnte und sagen könnte, du Benni, also probier doch einfach mal den Weg zu nehmen. Was ist das hier? Habe ich hier irgendwas? Da! Oder? Ist er da? Wait. Schwerer Gegenstand. Komm mal hier. Okay, das hat nichts gebracht. Ich will jetzt auch keine Munition dafür verschwenden. Sie fragen, nehme ich Benzin mit oder nehme ich kein Benzin mit? Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich nehme kein Benzin mit. So, wir hatten vorhin nämlich hier einen schweren Stein. Irgendwo. Den habe ich nämlich gesehen. Den werde ich jetzt nämlich mal mitnehmen. Weil entweder mache ich die Tür jetzt hier auf. Oh, scheißegal. Oder die andere Tür. Aber ich weiß, dass wir hier einen schweren Stein hatten irgendwo. Irgendwo habe ich hier einen gesehen. Hat mich noch gefreut. Dachte mir, oh, der könnte nützlich... Ja, hier, der hier. Der könnte nützlich sein. Ich könnte dich via TTS anleiten. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin oder ob ich mal wieder komplett lost bin.